Und damit ein herzliches Hallöchen, meine lieben Freunde, zu Pokémon der Feuerroten Edition. Ich danke wie immer fürs Einschalten, fürs Reinschalten, fürs Kommentare schreiben, für den Daumen nach oben setzen der letzten Folge und fürs kräftige Abonnieren. Falls ihr noch nicht abonniert habt, ist kostenlos und ich würde mich sehr darüber freuen. Und falls ihr auch weitere Pokémon-Parts sehen wollt und nichts mehr verpassen wollt hier auf dem Channel, weil es gibt noch viel, viel mehr außer Pokémon, dann bitte jetzt auf den Abonnieren-Button drücken. Das Kommentar schreiben könnt ihr auch am Ende der Folge machen. Den Daumen nach oben bitte jetzt auch noch rein zwitschern. Danke. So, und jetzt machen wir direkt weiter. Wir haben in der letzten Folge fast Tom abnippeln sehen. Tom ist unser Pikachu, möchte ich mal erwähnt haben. Ich habe ihm jetzt mal einen Trank verpasst und habe auch den Justin mal noch einen Trank verpasst. Ansonsten sieht unser Team ein bisschen angeschlagen aus, was mir ein wenig Sorge bereitet, denn wir müssen noch ein Stückchen. Oder beziehungsweise, ich glaube, wir sind jetzt raus, wenn mich alles täuscht. Wir haben es, glaube ich, fast geschafft. So, wir kämpfen jetzt hier gegen einen Forscher. Ich weiß gerade nicht mehr so ganz genau, was der Forscher an Pokémon hat. Wir wechseln mal auf Justin und werden einfach mal... Stopp, Hände weg! Wer zuerst kommt, mal zuerst. Die Fusilien gehören mir. Ich dachte mal, mal zuerst kommt von... Mal, schreibt man malen mit H? Eine Herausforderung von Streber Miguel. Slimer, Alter. Wollt ihr mich eigentlich komplett rollen? Ist gegen Slimer irgendwas effektiv? Schnabel schon mal nicht. Na, freilich, Härtner. Was soll's auch anders sein? Okay, dann Justin Doppelkick. Ordentlich ins Face. Volltreffer. Das ist ja gar nicht effektiv, so wie das klingt. Das ist nicht sehr effektiv. Okay, Kampf können wir schon mal vergessen gegen Kiff. Ja, na freilich. Hau noch einen Fund raus. Dann hier noch ein Schnabel. Anscheinend kann der nicht so viel. Gott sei Dank, immerhin. Bis auf Fund und Härtner haben wir jetzt aktuell noch nichts weiter gesehen, ne? Wurde besiegt. 231 Erfahrungspunkte. Voltopal. Ach du Scheiße. Voltopa ist auch so ein Angst-Pokémon von mir, weil das Finale lernen kann. Oh, und bitte nicht gleich am Anfang der Folge sowas hier. Oh nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, tu mir das, okay, Kreideschrei. Alter, bitte tu mir das nicht an. Bitte tu mir das nicht an. Ich möchte ja kein... Okay, Tekke ist okay. Tekke ist okay. Nur kein Finale oder Explosion oder so. Das wäre die allergrößte Kacke. Weil es mich halt in den Tod reißen würde. Zum aktuellen Zeitpunkt. Später tank ich vielleicht mal ein so ein Ding. Aber... nein, ich wollte wechseln. Na, egal. Aber aktuell halt nicht. Ja, okay. Ja, warum setze ich eigentlich wieder Doppelkick ein gegen Gift? Aber anscheinend können denen seine Pokémon noch nicht so wirklich Angriffsattacken, was uns gerade ein bisschen zugute kommt. Ich setze den Hütti ein. Auch wenn ich schon ein bisschen kritisch finde. Aber mit seiner Glutattacke wird er uns hier, glaube ich, schön den Arsch retten. Smogon kann Gott sei Dank nur Tekke. Aber selbst ein Tekke kann uns gefährlich werden mit solch einer KP-Anzahl. Aber wir haben es geschafft. Justin und Hütti beide Erfahrungspunkte und Hütti erreicht auch Level 18. Das ist sehr, sehr gut. Das ist wichtig. Und wir haben den Miguel besiegt und gewinnen 288 Poké-Dollar. Hey, nicht zu gierig. Ich sagte, ich gebe dir eines ab. Okay, jetzt darf ich mir eins der beiden aussuchen. Möchtest du das Helix-Fusil? Oder das Domfusil. Ist jetzt die Frage. Nehmen wir das Domfusil oder das Helixfusil? Aus eins der beiden wird Kaputops. Und aus dem anderen, wie hieß es denn noch? Wie hieß es denn noch? Ich komme nicht auf den Namen. Wie hieß denn?
Aus dem Domfusier wird Caputo. Und was wird aus dem Helix-Fusier? Wie hieß denn das Pokémon nochmal? Das Pokémon hieß Ammonitas. Ammonitas, genau. Ich entscheide mich fürs Domfusier. Ich finde Caputo und Caputops am Ende ein bisschen cooler. Gut. Okay, dann gehört das hier mir. Ja, nimm's. Nimm's und behalte es und lass mich in Ruhe. Oh nein. Ich war schon wieder auf der schneller laufenden, also auf der Speed-Taste. So, komme ich jetzt hier aus der Höhle raus? Bitte. Bitte. Ich will ja raus. Gegengift gefunden, okay. Brauche ich nicht so unbedingt. Wir sind draußen, Leute. Wir haben Route 4 erreicht. Sehr, sehr schön. Lala. La 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 la. Ach, das waren doch die beiden Typen, die der eine lernt mir Mega Kick und der andere lernt mir Mega Hieb. Kann das sein? Ich glaube, das waren die beiden, oder? Ein Schlag von roher Gewalt mit zerstörerischer, verheerender Wirkung. Wenn es darauf ankommt, ist Mega Hieb die ultimative Attacke. Du stimmst zu, oder? Also soll eines deiner Pokémon... Ja, okay, Mega Hieb. Schön, welches Pokémon soll Mega Hieb erlernen? Kann nur Hütti und Tom? Tom mit Mega Hieb wäre natürlich geil. Um ehrlich zu sein. Das Problem ist halt auch... Du kommst wieder, wenn du die Bedeutung von Mega Hieb erkannt hast. Ich hätte das ultra gern. Und das ist Mega Kick. Ist Mega Hieb und Mega Kick eine Kampfattacke? Nee, ich glaube, das sind Normalattacken. Kann auch nur Hütti oder Tom. Lerne ich Tom vielleicht Mega Hieb oder so? Ich glaube, das wäre halt kein schlechter Schachzug. Andererseits, Tom lernt auf jeden Fall noch Donnerblitz. Donner? Da ist vielleicht ein Mega-Hieb so als dritter Angriff. Mal abgesehen von Ruckzucki, weil so eine Prio-Attacke habe ich schon ganz gerne mal auf Tom. Wäre da vielleicht echt nicht ohne. Andererseits, wir können es später immer noch beibringen. Jetzt hätte ich fast... Ja, okay. Andererseits kann ich eines meiner Pokémon das später immer noch beibringen. Ich glaube, jetzt aktuell benötige ich es noch nicht, aber für die Zukunft sollte ich mir das im Hinterkopf behalten. Hier ist was. Himbeere gefunden. Später sollte ich mir das auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Da komme ich hier aber auch wesentlich einfacher zurück. Harris findet Brüller. Die Attacke, die niemand braucht, gefühlt. Hier unten kann ich meine Pokémon trainieren. Gut, alles klar. Und damit herzlich willkommen, Leute, in Azuria City. Okay. Gut, dann erstmal ins Pokémon Center. Der wichtigste Punkt in einem Ort. Und erstmal schön unsere Pokémon heilen. Das ist wichtig. Wir haben einen harten Fight und einen langen Weg hinter uns. Jetzt erstmal schön das Team heilen. Danke, deine Pokémon sind wieder topfit. Kommen jederzeit wieder vorbei. Ja, vielen Dank auch. So, was haben wir hier? Dieser Bill. Für seltene Pokémon wird er alles tun. Bill besitzt viele Pokémon in seiner Sammlung. Warum gehst du nicht nach oben und tauschst mit deinen Freunden? Dadurch erhöht sich die Vielfalt deiner Pokémon. Ja, okay, weil ich nicht tauschen kann. Was haben wir hier? Hat man schon dir von Bill erzählt. Er nennt sich selbst Pokémoniac. Okay, na gut. Alles nicht so interessant. Den Bill lernen wir noch kennen, alles schick. Hier haben wir einen Fahrradladen. Das bringt uns jetzt noch nichts, da reinzugehen. Ich hätte gerne ein Fahrrad, aber ich würde damit nicht fahren, da... Was, weil ich es nicht schmutzig machen will? Was ist denn mit dir falsch? Was haben wir hier für jemanden? So hilft zu viel Zeit und so wenig zu tun. Passiert irgendwo etwas, das mich unterhalten kann?
Leider nicht. Bei mir zumindest nicht. So, erstmal in den Pokémon-Supermarkt. Und kann ich dir behilflich sein? Ja, ich möchte erstmal ein paar Tränke kaufen. Ich nehme schon mal 5 Supertränke mit. Und ich nehme auch mal noch 3 normale Tränke mit. Pokebälle haben wir noch. Den Rest können wir erstmal so lassen. Gibt es noch mit etwas? Ja, ich möchte verkaufen. Und zwar habe ich hier ein Sternstück. Da kriege ich etliches für. Ein Beleber, den ich nicht brauchen werde. Oh nein, ich möchte kein... Nein, keine Supertränke verkaufen. Sonderbonbon behalte ich. Das gebe ich später mal noch irgendeinem Pokémon. Aber aktuell hebe ich sie mir mal noch auf. So, was sagt ihr? Besitzt du Sonderbonbons? Ja, besitze ich. Schade, dass man die nicht kaufen kann. Und was sagst du, junger Freund? Benutzt du Schutz? Okay, ja, okay. Schutz hilft uns, um schwache Pokémon im hohen Gras nicht zu begegnen. Das ist aber auch das Einzige, was Schutz uns bringt. Da ist die Pokémon-Arena. Da möchte ich noch nicht rein. Da habe ich noch sehr großen Respekt vor. Mein Mann tauscht für sein Leben gerne Pokémon. Bist du ein Sammler, würdest du bitte Pokémon mit ihm tauschen? Was tauscht er denn? Hallo, willst du deinen Quapuzzi nicht gegen Rosana tauschen? Nö, ich habe keinen Quapuzzi. Und selbst wenn ich eins hätte, gegen Rosana, glaube ich, würde ich es nicht tauschen wollen. Finde ich Quapuzzi viel cooler. Sollen wir hierfür jemanden? Nur sehr begabte Trainer tragen Pokémon-Orden. Wie ich sehe, bist du bereits ein Träger eines Ordens. Die Orden sind geheimnisumwoben. Also dann, über welchen der 8 Orden... Bitte über keinen gerade aktuell. Keine Zeit für, junger Mann. Keine Zeit. So, was kann ich hier im Garten machen? Gibt es hier vielleicht noch ein geheimes Item oder so? Nö. Gut. Dann nichts wie weg hier. La 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 la. Ich stelle eine Vielzahl Medikamente aus Beerenpuder her. Mit gutem Beerenpuder kann ich jedes Medikament herstellen. Hast du Interesse an Bären? Ja. Schön, dann habe ich genau das Richtige für dich. Puderdöschen erhalten. Hyrule packt Puderdöschen in Basis-Item-Tasche. Im Pokémon Center gibt es im oberen Stockwerk beim Direktclub etwas Neues. Der drahtlose GBA-Adapter zum Bärenmalen wurde eingerichtet. Da kommst du ins Spiel. Du bist der Einzige, den ich diesen Gefallen bitten kann. Kannst du mit dieser Maschine Bärenpuder für mich herstellen? Sie steht im Direktclub des Pokémon Centers. Ich werde Medizin herstellen, wenn du mir Bärenpuder bringst. Male Bären und bring mir Bärenpuder. Hab ich noch nie gemacht, tatsächlich, in dem Game. Ach, hier komme ich nicht rein. Die Leute hier werden beraubt. Das Team Rocket steckt hinter dem abscheulichen Verbrechen. Sogar die Polizei ist gegen das Team Rocket machtlos. Hä? Warum das? Warum seid ihr da machtlos? Da steht er! Ich sehe ihn von hier! Fangt ihn! So, Leute. Ich weiß, was jetzt kommt. Aber wir werden es angehen, glaube ich. Wir werden es angehen. Und wir werden mit Tom in den Kampf starten. Wird schwierig. Aber wir werden es machen. Los geht's. Gary, hi Hyrus, du bist also immer noch unterwegs. Ja, mir geht es bestens. Ich habe jede Menge neue starke Pokémon gefangen. Zeig, was du gefangen hast, Hyrus. Ach du Scheiße, ich habe großen Respekt jetzt gerade vor dem Kampf. Tauboga, ach du Schande. Warum hat der schon Tauboga? Und warum macht er uns so viel Schaden? So viel zum Thema. Taubsi ist angriffsmäßig scheiße. Tom ist abgrundtief scheiße in der Verteidigung. Ey, ich habe jetzt schon zu viel Angst zu sagen, ich bleib drin. Weil das zieht halt schon krass viel ab. Das war jetzt nur, was haben wir denn jetzt abbekommen? Ein Tekke oder so, oder? Ein Ruckzucki, glaube ich. Wenn das Ding eine Windstoßattacke raushaut, ich glaube, das ist ja eine Step-Attacke. Ich glaube, dann war es das schon mit Tom. Ich muss wechseln.
So, wartet mal. Was war denn gegen Flug noch effektiv? War das Kampf? Sollten wir vielleicht Justin reinhauen? Fuck, da fällt mir ein. Der hat doch bestimmt schon Schillock. Ach du Scheiße, wir kriegen richtig Probleme, Leute. Ich hau mal Justin rein. Alter, der mit seinem Ruckzuckhieb. Das bringt ja nichts. Gott sei Dank. Boah, ey. 205 Erfahrungspunkte. Tom erreicht Level 15. Alter, immerhin. Doppelteam. Was sind das denn für Attacken? Nein. Doppelteam ist scheiße. Abra. Gott im Himmel. Hilf mir. Aber ich glaube, da ist Doppelkick wiederum gut, oder? Gegen Psycho? Teleport. Gott sei Dank, bitte sag, dass das Vieh nur Teleport kann. Das bringt ihm nichts hier. Das ist ultra scheiß effektiv. Ach, Flug war doch, glaube ich. Warte mal, ich hab halt die ganzen Dings nicht mehr am Kopf. Nein, ist normal effektiv, aber immerhin. So, Abra ist weg. Zwei Pokémon haben wir. Jetzt kommt sein Schillock, oder? Boah, wenn jetzt Schillock Giftstarre. Okay. Ja. Nehmen wir erstmal mit. Wobei die echt kacke ist. Aber ich glaube, für Energiefokus können wir das reinhauen. Wir nehmen es erstmal mit, Giftstarre. Als nächstes wird Radfratz eingesetzt. Okay. Noch kein Schillock. Gut. Diese verkackten Prio-Attacken, die der ja einsetzt. Das ist ja nicht zu glauben. Aber ich muss sagen, Justin, der tankt uns hier durch. Also, sehr, sehr gut bislang. Ach, ist noch nicht mal Schillock, ist noch Schicki. Wird Tyrus das Pokémon wechseln? Ja. Ah, ich wechsle nicht auf Tom. Ich nehme Claudi rein. Ich muss mit Tom unbedingt trainieren gehen. Wie stark ist es? 18. Um Gottes Himmels Willen. Windstoß. Das macht ja nix. Ach du Scheiße. Okay. Okay. 18, Alter. Wollt ihr mich komplett verarschen? Ist hart. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Alter. Alter. Was zum Henker, ey. Ich weiß nicht mehr, ob Tom eine Aquaknarre übersteht. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Hau einen Donnerschock raus, Tom. Ich will jetzt alles von dir sehen. Gib jetzt hier mal Gummi. Oh, mega nice. Crit. Sehr gut, Tom. Boah. Schicki hätte uns noch echt gefährlich werden können. Aber da ist Tom da. Da war Tom jetzt da. Nice. Hey, schon gut. Du hast gewonnen. Boah. Gary, soll ich dir was verraten? Ich war bei Bill und habe mir seine seltenen Pokémon zeigen lassen. Das hat mir einige Einträge in meinen Pokédex gebracht. Bill ist weltweit als Pokémaniac bekannt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem für den PC entwickelt. Du kannst dich bei ihm dafür bedanken. Naja, ich hau ab. Mach's gut. Boah, ey. Nein! Was willst du jetzt noch? Oh ja, genau. Du tust mir leid. Nein, wirklich. Du müsst dich immer so ab. Darum will ich dir einen Gefallen tun. Und ich schenke dir das. Ruhmesdatei. Ein rätseliges Plappermaul wie du. Das ist für dich wie geschaffen. Ich brauche es nicht, da ich mich nicht um die anderen schere. In Ordnung. Jetzt muss ich aber wirklich gehen. Tschüss. Was ist denn eine Ruhmesdatei?
Okay, wir heilen unsere Pokémon und haben auch wieder eine überlange Folge mit 20 Minuten. Aber ich denke, das gefällt euch, hä? Da habt ihr sicherlich euren Spaß dran. La 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 la. Okay, also ich werde jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen noch mal ein bisschen trainieren, dass ich unsere Pokémon noch ein bisschen nach oben bringe. Und ja, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinsehen. Vergesst den Daumen in nördlicher Richtung nicht. Das Kommentare schreiben natürlich wie immer nicht vergessen. Am Ende der Folge kommt das immer. Das wisst ihr ganz genau. Und falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann tut das jetzt. Dann verpasst ihr keine Folge von Pokémon Feuerrot mehr. Ich bedanke mich. Wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder. Haut rein, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.